Moin! Heute wollen wir mal etwas ganz Kleines machen hier an der Zero. Es ist wirklich eine ganz kleine Sache. Ich war schon am Überlegen, ob ich es überhaupt filme. Aber ich habe mir gedacht, naja, auch kleine Sachen kann man ruhig mal filmen. Dem einen oder anderen wird es vielleicht helfen. Und zwar möchte ich heute die Hupe an der Zero hier umbauen. Und zwar möchte ich hier von dem unschönen Miep zu einem etwas angenehmeren Möb. Aber hören wir uns erstmal an, wie es jetzt gerade klingt. Etwas hoch. Und hört sich nach einem kleinen Fahrzeug an. Das wollen wir heute etwas beheben. Dazu habe ich mich einmal wieder ins Internet gestürzt und mir eine entsprechende Ersatzhupe geholt. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Ich denke mal, einige von euch kennen diese gelben Verpackungen. Allerdings kann ich ja schon sagen, ist mir ein kleines Malheur passiert. Und zwar habe ich mir die Hupe hier an der Zero angeguckt und dachte mir so, naja, okay, sieht aus wie eine Standardhupe. Ist halt eine kleine Hupe. Naja, nichts Besonderes. Habe im Internet nachgeguckt, eine schöne Hupe gefunden. Schön tief, 350 Hertz. Und als ich die Hupe dann ausgepackt habe, die haben wir hier, habe ich mir erstmal so gedacht, so, ja, sieht aus wie eine Standardhupe, alles schön. Aber ich zeige euch jetzt mal den Größenvergleich. Das wäre jetzt hier unsere Standardhupe und wenn ich jetzt mal die neue Hupe daneben halte, oder davor, anders geht es ja nicht, das ist doch schon ein anderes Kaliber. Und wie wir sehen, die Hupe ist doch ein Tucken größer als die originale. Aber das soll uns eigentlich nicht daran hindern, die einzubauen, denn ich bin fest davon überzeugt, irgendwie kriegen wir die Hupe schon in die Zero hier rein. Das erste, womit wir anfangen, wir nehmen einmal den Spritzschutz vorne ab. Und dazu haben wir unten drunter vier Schrauben, 4M4 Schrauben mit Sechskantkopf. Und dazu brauchen wir dann einmal eine Ratsche und eine 7er Nuss. Und nachdem wir jetzt den vorderen Spritzschutz hier abgebaut haben, kommen wir entsprechend einfach an diesen Bereich hier ran. Wir hätten zwar vorher auch schon diese Schraube hier lösen können, aber platztechnisch hätte es uns nichts gebracht, die Hupe direkt hier auszubauen, die neue hier einzubauen, die kriegen wir da nämlich nicht rein. Was wir machen, wir nehmen einmal diesen Halter hier ab und der ist hier oben befestigt. Dazu brauchen wir einmal einen 10er Maulschlüssel und es sieht mir ganz so aus wie ein 4er Inbus. Mal gucken, ob ich richtig geschätzt habe. Ehre gerettet. Dann nehmen wir uns wieder eine Ratsche. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie besser reinkommen. Müssen wir eigentlich von der Seite reinkommen? Ja. Ja, viel Spiel haben wir hier nicht. Aber dann schrauben wir einmal den ganzen Halter hier ab. Es ist trotzdem eng, obwohl wir hier den Spritzschutz abgenommen haben. So, den Rest sollten wir jetzt per Hand schaffen. Da kommt der ganze Spaß hier raus. Ich war mal so frei und habe mir vorher schon mal angeguckt, wie dreckig das ganze Zeug hier hinten ist. Deswegen habe ich jetzt einmal Handschuhe angezogen und ziehen wir einmal unsere Flachstecker von der Originalhupe ab. Damit wäre die Originalhupe samt Montagewinkel komplett ausgebaut. Die packen wir zur Seite. Und dann gucken wir jetzt mal oben nach, wie wir da oben die neue Hupe entsprechend elegant einbauen können. Hier jetzt oben zu arbeiten, war jetzt doch ein bisschen frickliger als gedacht. Nicht, dass wir hier den Montagepunkt haben, ich meine was anderes. Und zwar hat sich leider doch gezeigt, dass die Hupe hier doch sehr groß ist. Aber wie ihr seht, ich habe hier schon einen anderen Winkel dran. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Also wir haben ja einmal die alte Hupe hier. Ups, wo ist sie? Da. Die haben wir ja einmal ausgebaut. Wie ihr seht, habe ich noch diesen Verbindungsmetallstreifen von der Hupe entfernt. Den brauchen wir dann nämlich nochmal. Und was ich noch entfernt habe, ist die Standardmontagelasche von Zero für die Hupe. Die kommt auch komplett weg, die hier oben hinter saß. Die brauchen wir gar nicht mehr. Und auch an dem Punkt, wo die Hupe vorher montiert war, mit dem Ärmchen, die brauchen wir auch nicht mehr. Das, was ihr eben gerade gesehen habt, was runtergefallen ist, das ist eine Unterlegscheibe, die wir jetzt benutzen. Weil hier unten drunter, das zeige ich euch gleich mal ein bisschen genauer, haben wir die Befestigung der ABS-Pumpe. Und mit an diesen Anschlagpunkt gehen wir dran, um die neue Hupe zu befestigen. Und das zeige ich jetzt auch noch mal ganz kurz. Dieser Winkel, den wir hier sehen, das ist das Halteblech von der originalen Hupe. Das heißt, dieses Halteblech, beziehungsweise die Haltebleche sind ja zwei Stück, habe ich einmal umgebogen auf der Länge hier. Naja, was sind es? Sagen wir mal 4 cm, ungefähr 4 cm sind es. Also so, dass wir mit dem Teil der Hupe hier noch wunderbar eindrehen können. Und ungefähr in der Position montieren wir die ganze Hupe dann wieder. Das heißt, man hat ja gehört, die Unterlegscheibe ist schon runtergefallen.
Ich habe von der ABS-Pumpe die Schraube einmal entfernt, die ABS-Pumpe festhält. Da setzen wir jetzt diese Hupe mit dran und befestigen das dann mit der Unterlegscheibe, die gerade weggefallen ist, und der Originalschraube. Aber das zeige ich euch nochmal im Detail. Und das ist die Schraube, die ich eben gerade gemeint habe. Hiermit ist die ABS-Pumpe fixiert, da ist noch ein Gummidämpfer drunter. Hat zusätzlich den Vorteil, dass wir auch die Hupe gleichzeitig dann nochmal mit entkoppeln, weil die Vibration von der ABS-Pumpe soll über dieses Gummi entkoppelt werden. Und wenn wir jetzt natürlich unsere Hupe damit anbringen, ist sie auch gleich mit entkoppelt. Wir müssen jetzt zwei Dinge beachten, und zwar setzen wir die Hupe davor, also hier kommt natürlich noch die Unterlegscheibe zwischen, die Hupe kommt dann drauf, dann kommt die Unterlegscheibe, das sieht dann entsprechend so aus, dann das Kabel einmal nach vorn und wir setzen den ganzen Spaß an, fangen an zu schrauben und jetzt hat es schon verspielt. Dann können wir jetzt das Kabel, was zur ABS-Pumpe geht, so ein bisschen nach hinten drücken, damit wir da nicht zu große Zugbelastung drauf haben. Und können dann, machen wir das Ganze nochmal, und können jetzt dann die Schraube hier fertig anziehen, drehen den ganzen Spaß ein bisschen ein und gucken nach, ob die Hupe frei schwingen kann. So ist gut, das heißt, die Hupe kommt nirgendwo gegen, nicht ans Chassis. Und natürlich, was wir auch machen sollten, wir sollten dann nochmal überprüfen, ob wir noch genug Platz haben, wenn der Spritzschutz hier wieder montiert ist, dass der hier nicht gegenkommt. Das habe ich ohne zu filmen schon mal gemacht, aber ich zeige euch natürlich gleich, wie es aussieht. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Wir haben jetzt hier die Schraube, mit der die Hupe an unser Winkelblech befestigt ist. Wir haben hier oben unsere Schraube, die jetzt die Hupe hält und unsere ABS-Pumpe und gleichzeitig vom Rahmen entkoppelt. Und die Hupe sitzt hier an einem ähnlichen Platz wie die Originalhupe, natürlich nur ohne diesen Hupenhalter von Zero. Das, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe das Kabel nochmal angeschlossen. Jetzt wird es gerade ein bisschen dunkler. Das können wir nochmal sehen. Ich habe das Kabel anstatt vor der Hupe lang zu legen, also über dieses Blech, habe ich es jetzt doch hinten lang gelegt und habe das Kabel dann, beziehungsweise den Rest vom Kabel, den ich nicht brauchte, nach oben weggestopft, hinter das Kabel von der ABS-Pumpe, damit das aufgeräumt ist. Was man natürlich noch machen kann, ist ein bisschen schwer manchmal. Wir könnten die Hupe natürlich noch eindrehen, sodass die Kontakte dann auch nach oben weggehen. Das ging bei der Hupe jetzt verdammt schwer, also dieses Befestigungsblech an der Hupe hinten zu drehen, weil die Schraube der Hupe, die lässt sich überhaupt nicht lösen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, ist jetzt nur eine optische Sache, aber wenn jetzt das Schutzblech hier wieder vorkommt, das Spritzschutzblech, dann sieht man davon sowieso nicht mehr ganz so viel. Und wo wir schon bei dem Stichwort sind, Spritzschutzblech, das, wie gesagt, halte ich jetzt nochmal an, dass wir gleich sehen können, wie viel Platz wir hier haben. Und einfach nochmal just for fun zum Vergleich, ziehen wir nochmal kurz einen Handschuh an. Das hier war die Originalhupe. Also es ist doch schon größentechnisch ein ganz schöner Unterschied, aber wir haben sie, zumindest Stand jetzt, erstmal erfolgreich eingebaut. Und jetzt halten wir noch mal ganz kurz das Spritzschutzblech an. Man sieht es jetzt nicht wunderbar, aber man sieht es halbwegs. Also wir sehen, es ist zwar eine knappe Sache, aber wir haben entsprechend Luft zwischen Lenker und Hupe. Und auch wenn wir jetzt einlenken, na klar, das ist jetzt hier die schlimmste Position gewesen, die wir erreichen können, haben wir also entsprechend Platz. Und damit kommen wir jetzt auch schon wieder zum Teil des Wiederzusammenbaus. Hupe sitzt, bringen wir nur noch das Spritzschutzblech hier an. Also einmal den ganzen Spaß hier hoch und wieder mit den vier Schräubchen befestigen. Dann jetzt hier einfach nochmal der Beweis, Spritzschutz ist fertig montiert. Und wenn wir jetzt den Lenker eindrehen und hin und her, kommen wir nicht mal ansatzweise irgendwie an die Hupe dran und die Hupe kann entsprechend frei schwingen. Und damit wären wir jetzt hier schon wieder am Ende angekommen. Wie gesagt, es ist jetzt kein großer Eingriff, aber auch hier, wenn man so eine große Hupe einbauen möchte, erfordert das schon so ein bisschen Geschick und ein bisschen Kreativität. Und was ich noch sagen möchte an dieser Stelle, ich habe ja sehr viel darüber gesprochen, dass der Spritzschutz hier, dass man da sehr besonders drauf achten muss, das betrifft nur Leute, die eine Zero DS, DSR oder die Black Forest Edition fahren. Falls ihr eine Zero S oder SR haben solltet, betrifft euch das nicht so. Ihr habt ja euren Spritzschutz hier unten. Das heißt, bei euch ist das easy peasy vom Einbauen. Ihr dürftet da oben deutlich mehr Platz haben. Und an dieser Stelle habt ihr vielleicht gemerkt, ich habe eben gerade Zero gesagt, anstatt, wie ich standardmäßig sage, Zero. Und das kommt daher, ich hatte den Kollegen, den Zero-Pionier, unten getroffen in Schönau zum Electric Ride. Und da hat er mir doch aufgegeben, dass ich doch in Zukunft bitte von Zero sprechen sollte und nicht von Zero. Also hier für dich, ich fahre eine Zero. Genau, aber damit wären wir hier auch schon wieder am Ende angekommen. Wie gesagt, alles eingebaut. Was jetzt natürlich noch übrig bleibt, ist einmal den Klangtest zu machen. Ich schneide das im Video da gleich nochmal so, dass wir dann vorher und nachher vergleichen können.
Aber wie gesagt, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Sollte euch der Inhalt gefallen haben, sollte euch diese Aktion gefallen haben oder ähnliche Dinge, dann lasst doch ein Like da und über ein Abonnement von euch würde ich mich auch extrem freuen. Es ist schließlich kostenlos. Aber jetzt kommen wir zum Eingemachten. Ganz zum Schluss nochmal der Geräuschvergleich. Und der Riesel verschreckt auch direkt der Sand aus der Zero raus, Entschuldigung. Aber prinzipiell ein deutlich angenehmerer Ton, ein bisschen mehr Durchdrang und etwas tiefer. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.